Hallo und herzlich willkommen an der Anna-Warburg-Schule. Mein Name ist Harriet Hütsch und ich bin die Abteilungsleiterin des beruflichen Gymnasiums für Pädagogik und Psychologie. Wir hoffen sehr, Ihnen am 18.02. auf einer Infoveranstaltung ausführlich über das berufliche Gymnasium berichten zu können. An dieser Stelle aber schon einmal ein paar Informationen vorab. Auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Jandek Iska und ich unterrichte unter anderem Pädagogik bei uns am beruflichen Gymnasium. Wir starten mit unserer kleinen Präsentation. Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, zu uns an die Schule zu kommen, dann ist für Sie sicherlich interessant, inwiefern sich das berufliche Gymnasium der Anna-Warburg-Schule von anderen Oberstufen an Stadtteilschulen oder Gymnasien gegebenenfalls unterscheidet. Bei uns geht es um Erwachsenenpädagogik. Das heißt, wir sehen Sie an als erwachsene Menschen und behandeln Sie auch so. Das bedeutet allerdings natürlich auch, dass auch die 16-, 17-Jährigen bei uns herzlich willkommen sind. Mehrheitlich sind die Lehrkräfte bei uns im Hause mit einer Berufspraxis versehen und oder einer Berufsausbildung, eben weil wir ein berufliches Gymnasium sind. Dadurch ergibt sich, dass unser Unterricht angereichert ist durch einen Praxisbezug. Wir können eine Berufsorientierung bieten und wir finden immer wieder die Rückkopplung zum Berufsfeld der Pädagogik und der Psychologie. Wir streben damit ein selbstorganisiertes Lernen an und versuchen auf diese Art und Weise Schülerinnen mit ganz unterschiedlichen Bildungswegen gerecht zu werden. Viele unserer SchülerInnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie schon verschiedene Prozesse hinter sich haben und jetzt zu uns kommen mit ganz klaren Zielorientierungen. Auf dieser Folie sehen Sie unsere Zugangsvoraussetzungen. Wenn Sie also zu uns kommen möchten, dann müssen Sie in die 11. Klasse versetzt worden sein oder einen mittleren Bildungsabschluss an einer beruflichen Schule erreicht haben. Sie können sich bis zum 31. März anmelden, wobei die Anmeldefrist sicherlich wieder verlängert wird wie im letzten Jahr. Auf dieser Folie sehen Sie die Stundenverteilung für unser Profil. Pädagogik und Psychologie sind hier die Hauptfächer. Darin inkludiert ist auch Seminar und Statistik. Hierbei geht es darum, im weitesten Sinne das forschende Lernen zu erlernen. Das heißt, wir werden im Seminarunterricht und auch im Statistikunterricht den SchülerInnen dabei helfen, eine kritische Analysefähigkeit auszubilden. Das heißt also, kritisch auf Studien, auf Statistiken zu schauen und diese auswerten zu können. Den großen Bereich des beruflichen Gymnasiums bildet natürlich unser Kernfach Pädagogik. Diese Folie kann nur einen kleinen Ausschnitt aufbieten dessen, was wir an spannenden Themen in der Pädagogik behandeln. Exemplarisch genannt sind hier Erziehungsprozesse, zum Beispiel in der Familie. Wie wird heute erzogen und wie ist das in Abgrenzung zu anderen soziohistorischen Kontexten vielleicht vor 100 Jahren zu sehen? Wir gucken kritisch auf das System Schule. Welche unterschiedlichen Bildungskonzepte gibt es in diesem Zusammenhang? Welche Aufgaben, welche Funktionen hat Schule und inwiefern gelingt es Schule, diesen Funktionen gerecht zu werden oder auch nicht? Wir schauen natürlich auf das Thema Identitätsbildung. Wie werde ich zu dem Menschen, der ich bin? Wie kann ich zu einem anderen Menschen werden gegebenenfalls? Und welche Prozesse nehmen da Einfluss? Wir gucken auf das Phänomen der Jugend, das heißt, wir schauen auf Spannungsfelder, die Jugendliche ausbalancieren müssen. Wir gucken in dem Zusammenhang auch auf Phänomene wie jugendliche Gewalt oder evadierendes Verhalten wie Drogenkonsum oder dergleichen. Einen großen Bestandteil des Pädagogikunterrichts nimmt auch das Pädagogikprojekt ein. Sie werden im Rahmen dieses Projekts ein eigenes Thema recherchieren, ein Thema Ihrer Wahl unter einem Oberthema angesiedelt. Sie können also interessengeleitet zu einem Thema forschen, das Sie interessiert. Ja. In dem Zusammenhang werden Sie Literatur studieren, Sie werden aber auch Erfahrungen in der Praxis machen. Das heißt, Sie werden in das sogenannte Feld gehen und dort forschen, indem Sie mit Experten Interviews führen und indem Sie vielleicht Fragebögen austeilen und auswerten, indem Sie Beobachtungen anstellen von Jugendlichen, von Kindern oder dergleichen. Damit einher geht das Schreiben einer Hausarbeit. Das ist eine Aufgabe, die in Teilen sicherlich herausfordernd ist, die aber, so wird es uns immer wieder zurückgemeldet, wenn man sie denn dann geschafft hat, mit ganz viel Stolz verbunden ist. Sie lernen hier also das selbstständige Arbeiten
und sich von uns Expertinnen an der Seite beraten zu lassen in diesem Zusammenhang. Psychologie als weiterer großer Baustein bei uns am beruflichen Gymnasium der Anna-Warburg-Schule hat auch eine große Palette an Themen. Diese Folie bildet wieder nur einen Teil des Ganzen ab. Es geht zum Beispiel darum, zu unterscheiden zwischen Alltagspsychologie und wissenschaftlicher Psychologie. Es geht darum, Gedächtnisprozesse zu erforschen. Wie nehme ich wahr? Es geht also um Wahrnehmung. Es werden die unterschiedlichen Richtungen der Psychologie behandelt. Es werden verschiedene Phasen in der Psychologie thematisiert. Und nicht zuletzt wird auch dahin geguckt, welche Rolle die Statistik in der Psychologie hat. Ja, die Kernfächer Mathe, Deutsch, Englisch werden bei uns mit der gleichen Stundenzahl unterrichtet wie in jeder anderen Oberstufe. Sie erreichen bei uns ja schließlich auch die allgemeine Hochschulreife. Hier sehen Sie noch einmal die Stundentafel der Pflichtfächer, die sich auch nicht von der der anderen Oberstufen unterscheidet. Wer die Verpflichtung zur zweiten Fremdsprache bereits erfüllt hat, kann bei uns alternativ das Fach Sozialmanagement belegen. Diese Folie klärt darüber auf, welche Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten bei uns im Hause angeboten werden. Wir sind stolz, einen sehr großen Beratungsdienst zu haben mit ca. 12 Beratungslehrerinnen. Sie werden bei uns hinsichtlich verschiedener Möglichkeiten, Stipendien anzustreben, beraten. Wir haben einen Schulverein, der aushelfen kann, wenn vielleicht finanziell mal Not am Mann ist. Wir bieten einen kompetenzorientierten Unterricht auf anspruchsvollem Niveau. Das heißt also auch SchülerInnen, die vielleicht etwas mehr Stoff brauchen, um sich kognitiv herauszufordern, werden bei uns abgeholt. Und des Weiteren gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, über finanzielle Hilfen in Kontakt zu kommen. Neben Unterricht haben wir auch andere interessante Angebote für Sie. Wir fahren im 12. Jahrgang auf Studienreisen. Wir waren bereits in Spanien, Frankreich, aber auch in Wien und Venedig, auf Malta und segeln auf der Nordsee. Sie können sich bei uns am Tag der Musik und an Sportfesten beteiligen. Hier auf dieser Folie sehen Sie die Gestaltung unseres Wandbildes. Unter der Leitung einer Künstlerin bereiteten Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und Kollegen gemeinsam ein riesiges Wandbild, was noch heute bei uns in der Schule zu bewundern ist. Ja, neben diesen Aspekten gibt es noch weitere Besonderheiten. Auch hier ein kleiner Auszug auf dieser Folie. Wir sind gerade auf dem Weg, das Thema der Handlungsorientierung auszubauen. Das heißt, wir werden insbesondere im Pädagogikunterricht, aber auch in den anderen Unterrichtsfächern immer mehr den Weg gehen, einen handlungsorientierten Unterricht auszugestalten. Ein Unterricht, der also eng am beruflichen Feld der Pädagogik und Psychologie ausgerichtet ist, um in diesem Zusammenhang erste Erfahrungen hinsichtlich derartiger beruflicher Kompetenzen zu machen. Es geht also darum, wie ein Pädagoge und oder ein Psychologe zu denken und zu handeln im weitesten Sinne. Wir versuchen auf diesem Wege die Balance zwischen einem individualisierten und einem kooperativen Unterrichtsstil zu pflegen. Das heißt, die SchülerInnen sollen die Möglichkeit bekommen, individualisiert hinsichtlich ihrer Kompetenzen, Themen, Interessen zu lernen und gleichzeitig aber auch kooperative Lernformen erleben können, denn wir wollen ja hier keine Einzelkämpfer ausbilden. Wir legen großen Wert darauf, Sie abzuholen mit Ihrer Meinung. Wir haben verschiedene Feedback-Instrumente, die wir regelmäßig nutzen. Es geht also darum, Sie in die Mitverantwortung zu bringen für das Unterrichtssetting. Ja, und so versuchen wir dann dem gerecht zu werden, dass bei uns ja Pädagogik-Psychologie draufsteht. Wir versuchen wahrzumachen, dass dort, wo Pädagogik draufsteht, auch Pädagogik drin ist. Ja, vielen Dank jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffentlich haben wir Sie neugierig machen können. Aktuelle Informationen zu Infoveranstaltungen und Besuchsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage auf der Seite des beruflichen Gymnasiums. Wir freuen uns auf Sie. Ja, wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Alles Gute für Sie.